Schau mal mir, da ist eine Statue von den Bremer Stadtmusikanten. Ich habe über sie gelesen. Sie sind vor langer Zeit aufeinander geklettert, um Räuber zu erschrecken. Aber Linus, das ist doch so gar nicht passiert. Das war doch nur ein literarischer Text. Ein literarischer Text? Was sind denn literarische Texte? Literarische Texte sind ausgedachte oder auch erfundene Geschichten. Sie sind also nicht wahr. Das Fachwort dafür ist fiktional. Märchen, wie zum Beispiel das Märchen der Bremer Stadtmusikanten, gehören zu den literarischen Texten. Die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten ist also nicht wahr, sondern ausgedacht. Sie wurde ausgedacht, um die Zuhörenden oder Lesenden zu unterhalten. Meist erzählen literarische Texte spannende, lustige, traurige oder auch fröhliche Geschichten. Es gibt noch viele weitere Textsorten, die zu den literarischen Texten gehören. Hast du schon einmal etwas von Sagen gehört? Sagen sind erfundene Geschichten, die oft einen wahren Kern haben oder auch von Personen handeln, die es in Wirklichkeit gibt. Ein Beispiel dafür ist der Rattenfänger von Hameln. Du kannst aber erkennen, dass es eine ausgedachte Geschichte ist, weil oft von übernatürlichen Wesen, wie zum Beispiel Drachen, Zauberern, Ungeheuern oder auch Riesen berichtet wird. Auch Fabeln gehören zu den literarischen Texten. Weißt du, was eine Fabel ist? Fabeln sind kurze Erzählungen. Die Hauptfiguren einer Fabel sind Tiere mit menschlichen Charaktereigenschaften. Auch Fabeln sind ausgedachte, nicht wahre Erzählungen, an deren Ende eine Moral steht. Diese regt dazu an, darüber nachzudenken, wie sich die Tiere besser hätten verhalten sollen. Bestimmt stehen auch in deinem Regal Bücher, deren Inhalte zu den literarischen Textsorten gehören. Findest du dort außer Märchen, Sagen und Fabeln noch weitere Beispiele für literarische Texte? Schreibe sie uns gern in die Kommentare. Im Gegensatz zu literarischen Texten stehen Sachtexte. Sachtexte informieren dich über Tiere, Gegenstände, Menschen, die Umwelt und noch vieles mehr. Sie wurden jeweils zu einem bestimmten Zweck geschrieben. Ein Lexikonartikel bietet dir zum Beispiel alle wichtigen Fakten zu einem Thema, während du in einer Anleitung erfährst, wie etwas funktioniert. Manchmal enthalten sie auch Grafiken oder Schaubilder. Sachtexte sind nicht fiktional. Also nicht ausgedacht oder erfunden. Rezepte oder Beschreibungen zählen ebenfalls zu den Sachtexten. Lass uns doch mal ein paar Ausschnitte von Texten anschauen und entscheiden, ob sie zu den literarischen Texten oder den Sachtexten gehören. Als erstes mischst du Mehl und Zucker zusammen. Füge dann ein Ei hinzu. Was denkst du? Ist dies ein Sachtext oder ein literarischer Text? Dies klingt nach einer Backanleitung, es gehört also zu den Sachtexten. Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag. Ach, wenn wir doch ein Kind hätten und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Kannst du hier erkennen, ob es sich um einen literarischen Text oder um einen Sachtext handelt? Es ist ein literarischer Text, genau genommen ein Märchen der Gebrüder Grimm. Mir liest Linus etwas über die Statue der Bremer Stadtmusikanten vor. Die Statue der Bremer Stadtmusikanten ist aus Bronze gemacht. Sie wurde 1953 aufgestellt. Ist dies ein Sachtext oder ein mhm. literarischer Text? Hier geht es um Informationen über die Statue, die nicht ausgedacht sind. Es handelt sich also um einen Sachtext. Während Linus und mir sich noch weiter über die Statue informieren, schauen wir uns an, was wir gelernt haben. Literarische Texte sind fiktionale, also ausgedachte oder erfundene Geschichten. Sie erzählen spannende, lustige, traurige oder auch fröhliche Geschichten und sollen den Leser oder die Leserin unterhalten. Sachtexte erklären verschiedene Sachverhalte, und haben einen bestimmten Zweck. Sie bestehen aus Fakten. Sie sind also nicht fiktional. Das heißt, ihre Inhalte stimmen tatsächlich und sind nicht ausgedacht. Sie dienen zum Beispiel zur Anleitung, Beschreibung oder geben Informationen weiter. Was machen denn Linus und mir? Es schneit ja. Oh, Frau Holle hat Schnee gemacht! Aber Linus! Das mit Frau Holle ist doch auch nur eine erfundene Geschichte.